Hoi, da was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Heute mit einer Diskussion. Und zwar über das Thema Bricken. Ist ja ein neues, wie nennt man das, Fashion-Wort, das gerade im Trend ist, jeder verwendet es. Man hört nur noch Bricken hier, Bricken da, Brick City und sowas. Brick City und Brick Time, oder? Deswegen heute ein bisschen diskutieren wir drüber, was eigentlich über Brick ist, weil früher hat man nicht immer seine Kombos gezogen, aber man hat es nie Bricken genannt. Und jetzt hat es sich halt gesteigert. Also Bricken bedeutet erstmal, wenn eine Hand nicht spielbar ist, wenn die Hand schlecht ist, wenn er abgeben muss, wenn er fast nichts rausbringt. Und früher hat man es wirklich nicht so oft benutzt. Früher hat man immer gesagt, wenn man verloren hat, Gegner hatte alles. Das sagt man heute immer noch, aber heutzutage sagt man, ich habe gebrickt, dies, das, dass man schlecht gezogen hat. Dann hat der Gegner halt weniger gebrickt sozusagen und hatte ein besseres Feld. Auf der DM hat man es gesehen, jedes Deck hat gebrickt, der Gegner, man selbst. Es wurde oft 2-1 gewonnen. Ich glaube, dieses neue Fashion-Wort ist jetzt in Mode, weil einfach die Leute viel zu viel Erwartung haben. Die denken, die ziehen alles perfekt auf der Hand beim Monarchendeck, die ziehen Pantheism mit Prime, Erebus, neben Handkarte, alles haben die perfekt. Und deswegen sage ich mal, jede Hand, die da für einen nicht selber optimal ist, ist gleich Brick. Das ist natürlich nicht so, finde ich. Weil ich sag mal, es gibt zum Beispiel richtig schlechte Hände, wenn man zum Beispiel Brilliant Fusion spielt und zweimal den Gem Knight auf der Hand hat. Das ist für mich zum Beispiel Bricken. Aber wenn man jetzt für Pantheism nicht gleich abwerfen kann oder wenn man jetzt, keine Ahnung, keine Idee und, auf der Hand hat, ist das nicht gleich Bricken. Also auch zum Beispiel bei Cosmo, wenn man die Monster wie zum Beispiel jetzt Dark Planet, Dark Destroyer spielt und wenn man halt jetzt kein Cosmo-Monster hat, was man dafür nicht entfernt, das ist halt, das Deck ist halt so aufgebaut, das ist, es gibt halt Kombos und es ist halt normal, dass man irgendwann mal eine schlechtere Hand hat, aber sag ich mal, dass die Hand dann wirklich komplett unspielbar ist, ist wirklich nicht so oft der Fall. So sehe ich es genauso, ja, ich meine, wenn man eine Hand hat mit 5 Karten und dann sagt man, man hat gebrickt, ja, dann hat man falsch Deck gespielt oder dann sollte man mit Yu-Gi-Oh! Aufhören, ja. Weil, verstehst du, du hast fünf Karten, ja, wie kann man da sagen, man brickt, ja. Dann ist es falsch Deck oder falsch gebaut oder irgendwas, ja. Weißt du, was ich meine, ja. Aber das ist halt übertrieben, ja, Nico hat selber gesagt, das ist einfach ein Wort, ein Fashion-Wort, man trifft sich nach einer Runde, damit die Jungs sagt, hey, wie hast du gespielt, ja, alle, ich habe eins gebrickt und so und bla bla bla, aber das ist, glaube ich, eher nur so ein bisschen Show und ein bisschen Gerede und alles, also es ist, glaube ich, nicht deckbezogen wirklich, weil sonst hat man einfach dann falsch Deck gebaut, falsch gespielt, ja. Ganz kurz noch zu Nico, also Nico hat ja recht, viele denken, man packt immer diese Kombos aus, Problem ist zum Beispiel, es gibt einige YouTuber, darf ich den Namen nennen? Zum Beispiel Lithium, das ist eher ein größerer YouTuber. Ja, oder Lithium, keine Ahnung. Wie kommt er auf den Namen? Jo, Batterie, irgendwas. Auf jeden Fall, es kommen neue Decks raus, er packt die Kombos aus und die Sachen, wo er gebrickt hat, wo er schlecht hatte, die schneidet er gar nicht rein. Jedes neue Deck, was kommt, ist krass bei ihm. Und dann ist wirklich fast jedes. Ich habe so viele Videos, ich schaue ihn seit Jahren. Früher war nicht so, ganz kurz. Und da denken halt die Spieler, wie Nico gesagt hat, ja, krasses Deck, der hat oft so ein Feld. Von 10 Händen, 8 Hände hat er ein Combo, hat er ein volles Feld, sowas. Das ist halt das Problem. Ja, wie gesagt, also so welche YouTuber stellen immer neue Karten vor. Die spielen dann wahrscheinlich viele Runden damit, aber zeigen dann nur die Runden oder die Duelle, wo die Karte gespielt wird, die sie auch vorstellen wollen. Weißt du, was ich meine? Weil du siehst ja, wenn eine neue Karte rauskommt, ja, und die spielst du dreimal, hast du nicht jedes Duell die Karte auf der Hand. Ja, er zeigt auch nur dann die Duelle, wo dann die Karte relevant ist und dann gewinnt er, wie du schon gesagt hast. Nee, ist nicht Täuschung, es ist dann dir überlassen, wie du es dann siehst, ja. Du kannst sagen, oh, das Deck ist endkrass, ja, oder du kannst sagen, es kommt eine neue Karte raus, die Potenzial hat und die man dann eventuell testen muss, verstehst du? Er zeigt dir halt jetzt nicht, er sagt ja nicht so von sich aus, die Karte ist krass und schaust mal die Duelle an und nur so wird es sein, ja. Er zeigt dir, ja, eben, aber er zeigt dir halt genau die Duelle, wie du mit dieser Karte spielen kannst oder was die Karte machen kann. Um das geht's halt einfach, weißt du? Ja, das musst du nur anschreiben, oder? Ja. Also ich denke, das beste Beispiel ist einfach das Monarchendeck. Komischerweise, immer wenn man verliert, hat man da gebrickt, aber andererseits ist es das am öftesten gespielte Deck. Also irgendwas kann da nicht stimmen. Und das sagt eindeutig, sag ich mal,
dass man schlecht ziehen kann, aber trotzdem ist es irgendwie das beste Deck. Also irgendwie ist es widersprüchlich. Und wenn man da mal, also obwohl es, sag ich mal, Brick-lastig ist, was die Leute sagen, spielt es dann doch jeder. Und von dem her, sag ich mal, ja, man kann einfach da schlecht ziehen, aber gleich wenn man, das ist halt, sag ich mal, man muss das einkalkulieren, das ist einfach so bei dem Deck und man muss dann wiederum, wie gesagt, unterscheiden, was ist unspielbar, was ist eine schlechte Hand. Man kann einfach sowas, sowas hat man halt oft bei dem Deck. Ich wollte noch hinzufügen, dass früher zum Beispiel Rabbit Deck, wenn man nicht mit Rabbit gestartet hat, hat man das nicht Brick genannt, also das war vollkommen in der Erwartung, die man hatte. Oder mit Windup, man hat nicht immer Combo-Hand-Loop gehabt. Und das, wenn man sie nicht gezogen hat, das war vollkommen in der Berechnung, die man hatte. Ja, zum Beispiel auch das Cosmo-Deck. Die Leute spielen Viking Island und einmal den, einmal das Viking-Monster. Und dann, wenn man das Viking-Monster auf der Hand hat, ist gleich Brick, ne? Und die Karte, ist, dass man die auf der Starthand hat, das ist, glaube ich, wie viel ist das bei Yugi? 10% oder sowas, dass man eine Karte von den 40 auf der Startland hat und irgendwann bei einem Turnier, was irgendwie 10 Runden dauert, wo es dann bis zu 3 Spiele geben kann, zieht man die halt einfach öfters auf der Starthand und die Decks werden auch schneller, gibt es viele Draw-Karten und dann zieht man das halt auch vielleicht nach mit Absatz oder was weiß ich was und das kann halt einfach passieren und das ist dann einfach kein Brick, wenn man eine Karte nachzieht und wenn man halt nur ein Fire King Island und ein Fire King Monster spielt. So ist es. Das sind alles Combo-Decks, die man spielt. Und wenn man die Combo nicht hat, heißt es gleich Brick. Wie gesagt, das ist ein Modewort. Ja, wie Hong schon gesagt hat, früher hat man es anders gespielt. Das sind alles Wahrscheinlichkeitsrechnungen auch mit bei und und. Also dieses Wort ist für mich echt ein Modewort. Man hat gebrickt, gibt es eigentlich gar nicht. Man hat schlecht gezogen oder schlecht nachgezogen vielleicht. Ja, aber sonst sage ich dazu. Ganz kurz noch, also wenn man Duelle von den Profispielern beobachtet, es heißt nicht gleich alles Brick. Die spielen auch sehr geduldig, die warten ihre Kombos ab. Schauen so, dass sie so wenig Schaden wie möglich kassieren, um Runden zu überleben, damit man nicht so viel Kartennachteil hat. Und dann ziehen sie, irgendwann hat man halt dann wieder die Kombo und dann packt man alles aus. Also die Anfängerspieler sollten vielleicht nicht gleich aufgeben, geduldig sein, das ist auch sehr wichtig. Genau, das war unsere Meinung zu dem Thema. Wie immer, hinterlasst unten in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ob ihr jetzt brickt oder nicht, egal, Hauptsache ihr leidet nicht. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert es uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Is serious business.